Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 41, Aktuelle Stunde, Fraktion der AfD, ein Jahr Hamas, Überfall, Drucksache 21-1164. Wort hat der Kollege Dimitri Schulz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Am 7. Oktober 2023 wurden mehr Juden ermordet als an jedem anderen Tag seit 80 Jahren, seit dem Ende der Shoah. Diese Woche, ein Jahr nach dem blutrünstigen Hamas-Massaker, demonstrieren Massen von Menschen in Deutschland für die Palästinenser, für die Mörder unschuldiger jüdischer Männer, Frauen und Kinder. Warum gibt es diese Demos ausgerechnet am Jahrestag des Hamas-Massakers? Warum gibt es sie in Deutschland ausgerechnet hier? In Frankfurt darf sogar From the River to the Sea skandiert werden, ein unzweideutiger Ruf nach der Zerstörung des jüdischen Staates, der einzigen demokratischen Bastion unserer Werte im Nahen Osten. Und nicht nur gegen Israel wird da gehetzt. Ein Redner hat sich über die Verwundbarkeit des gesamten Westens gefreut, und die Demonstranten haben gejubelt. Das ist die Rechnung für die unkontrollierte islamische Masseneinwanderung in unser Land. Die anderen Parteien dulden erklärte Feinde Israels, und das heißt auch, unsere Kultur, unsere Gesellschaft und Wirtschaftsordnung auf unseren eigenen Straßen. Israel ist für solche Leute ein Vorwand, um gegen den gesamten Westen und unsere Werte zu hetzen. Seit jeher setzen wir als AfD uns dafür ein, dass die deutschen Millionenzahlungen an die vermeintlichen Palästinenserhilfswerk UNRWA aufhören. Der 7. Oktober gab uns recht, denn es wird Terror finanziert. Etliche UNRWA-Angestellten waren nachweislich als Terroristen am Massaker der Hamas beteiligt. In einem Chat mit rund 3.000 UNRWA-Lehrern wurde das barbarische Massaker an unschuldigen Juden offen bejubelt. Und das alles teils finanziert von der deutschen Regierung. Und wenn man sich das vor Augen hält, klingen die Phrasen der Israel-Solidarität von Sympathisanten der Israel-Feinde wie blanker Hohn. Besonders krass ist die Entgleisung der Grünen, zum Beispiel Annalena Baerbock. Die Tötung des Hisbollah-Chefs wäre nicht im Interesse Israels gewesen. Die deutsche Außenministerin erklärt also uns Juden, was in unserem Interesse liegt und was nicht. Michel Friedmann wurde als Gastredner eingeladen zum Gedenken an Oskar Schindler. Er hat das Andenken an Schindler zum Anlass genommen, um gegen die AfD zu polemisieren, während er den Elefanten im Raum nur am Rande erwähnt hat, den muslimischen Antisemitismus. Nie seit der Gründung der BRD gab es die Situation, dass man trotz des glasklaren Bekenntnisses zu Israel über viele Jahre hunderttausendfach Antisemiten ins Land gelassen hat, infolge einer völlig verfehlten Zuwanderungspolitik. Menschen, die vor Antisemitismus geflohen sind, sind in Deutschland vor ihren Verfolgern nicht mehr sicher. Nur die AfD hat im Bundestag ein völliges Verbot der Hisbollah-Vereine in Deutschland gefordert. Die Altparteien, angeführt von der CDU, haben bloß ein halbgares sogenanntes Betätigungsverbot eingebracht. Ein Jahr Hamas-Überfall und ein Jahr Lippenbekenntnisse. Wann gibt es ein Ende des Wegschauens? Die Union hat genug Zeit gehabt, die Hisbollah endgültig zu verbieten oder die iranische Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Doch nichts davon ist geschehen. Im Gegenteil stieg Deutschland unter Merkel sogar zum größten Geldgeber der UNRWA weltweit auf.
das ist wirklich eine Schande für Deutschland. Wir als AfD begrüßen zwar den neuen Vorstoß von Ministerpräsident Rhein, die iranischen Konsulate zu schließen, aber viel wichtiger als die Ausweisung iranischer Diplomaten wäre ein Vorgehen gegen den iranischen Terror, und da haben alle Parteien gleichermaßen kläglich versagt. Sowohl wir Juden in diesem Land als auch die nichtjüdischen Deutschen haben ein Anrecht darauf, dass unser Steuergeld nicht an Terroristen fließt. Sowohl wir Juden als auch Nichtjuden in diesem Land haben ein Anrecht darauf, vor gewaltbereiten islamischen Migranten wie auch vor allen anderen gewaltbereiten Extremisten, egal welcher Couleur, geschützt zu werden. Kollege Schulz, Sie müssen zum Schluss kommen. Wir brauchen ein Ende des Wegschauens, und dazu fordern wir Sie alle auf. Sehen Sie hin. Sehen Sie hin, wenn es eingewanderten muslimischen Judenhass gibt. Sehen Sie hin, wenn es Menschen gibt, die unsere historische Verpflichtung zur Solidarität, Freundschaft und Brüderlichkeit mit Israel nicht kennen. Zeigen Sie allen, wo wir stehen, an der Seite Israels. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Schulz. Das Wort hat die Frau Kollegin Esther Kalfaram, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Gestern hat hier im Landtag Prof. Dr. Michel Friedmann geredet. Und ich glaube, wir alle werden an diese Rede noch lange denken. Ich zumindest hatte Gänsehaut, und er hat uns ja sehr eindringlich ins Gewissen geredet. Das galt gerade auch für die AfD. Und ich hatte gerade eben wieder das Gefühl, bei dieser Aktuellen Stunde, die sich ja hauptsächlich mit Bundespolitik und wenig mit dem Hessischen Landtag beschäftigt hat, ich hatte gerade da eben wieder das Gefühl, dass die AfD kein Wort verstanden hat davon. Kein Wort. Gestern hat, kurz angeklungen eben, auch in diesem Haus Ministerpräsident Boris Rhein in aller Deutlichkeit verurteilt, dass man auf unseren Straßen seit dem 7. Oktober 2023 vor allem auf pro-palästinensischen Demonstrationen Applaus für die Hamas und unverhohlenen Hass auf Juden hören kann. Boris Rhein hat verdeutlicht, dass er nicht nur hinschaut, sondern auch bereit ist zu handeln, und mit ihm natürlich die gesamte Landesregierung. Trotzdem behauptet die AfD hier immer weiter anderes. Trotzdem versucht die AfD auch weiterhin, den 7. Oktober für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren, nutzt den Hass, um weiter Hass zu verbreiten. Sie haben wirklich nicht ein Wort von dem, was Dr. Friedmann hier gesagt hat, verstanden. Nicht ein Wort. Ja, seit dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel sind die antisemitischen Straftaten auch in Hessen massiv angestiegen. Und ja, es sind längst nicht mehr nur Extremisten aller Art, die den Krieg in Nahost instrumentalisieren und antisemitische Codes für ihre Agenda nutzen. Antisemitische Erzählungen sind in Deutschland bis weit in die Mitte anschlussfähig über ideologische und religiöse Grenzen hinweg. Es ist unsere Verpflichtung, nicht einfach nur hinzusehen, es ist unsere Verpflichtung, dann eben auch zu handeln. Es ist unsere Pflicht, den Hass nicht zu tolerieren, nicht im Netz, nicht auf unseren Straßen und eben auch nicht in unseren Parlamenten. Aber mit Hass bekämpft man eben keinen Hass.
Man darf auch nicht zulassen, und auch das hat Dr. Friedmann gestern ausgeführt, dass pauschal allen Muslimen Antisemitismus unterstellt wird. Denn es sind viele Muslime, die Antisemitismus ablehnen. Es ist nicht der Islam, der per se antisemitisch ist. Und wenn Sie vom islamischen Antisemitismus sprechen, dann unterschlagen Sie, dass dieser eben nicht ausschließlich religiösen Ursprungs ist, sondern sehr maßgeblich von der Propaganda der Nationalsozialisten geprägt wurde. Eine Propaganda, die ja auch für die AfD anschlussfähig ist. Wer genau hinsieht, der sieht auch. Frau Kollegin, diese Äußerung, die Sie eben gesagt haben, für AfD anschlussfähig, das kann ich nicht zulassen. Jetzt ruhig ich. Danke. Wer genau hinsieht, der sieht auch, mit welcher Scheinheiligkeit die AfD hier regelmäßig Maßnahmen ablehnt, durch die der Staat Hass und Antisemitismus im Netz bekämpfen will. Denn im Netz soll der Staat nach Willen der AfD ja lieber wegschauen. Der Blick könnte sonst zu leicht auf die von Ihrer Partei verbreitete Hetze und nachweislich antisemitischen Codes fallen. Aber der Staat schaut eben nicht weg. Er schaut hin, auch hier in Hessen. Wir schauen hin. Und mehr noch, wir tun etwas. Die Landesregierung hat das Amt des Antisemitismusbeauftragten mit einer eigenen Geschäftsstelle gestärkt. Es wurden flächendeckende Anlaufstellen für den gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus an den Hochschulen geschaffen. Wir verstärken die politische Bildung in den Schulen. Wir stärken Medienbildung und Aufsicht. Wir stärken die innere Sicherheit. Innenminister Posselt hat gemeinsam mit dem Landesverfassungsschutz die Präventionskampagne »Kein Raum für Antisemitismus« ins Leben gerufen. Wir schauen nicht weg. Wir handeln. Und das ist leider mehr als notwendig. Es ist nicht hinnehmbar, dass Jüdinnen und Juden, dass Menschen in Deutschland Angst vor Übergriffen haben müssen. Es ist nicht hinnehmbar, dass die AfD immer wieder versucht, diese Ängste zu instrumentalisieren und für ihre Zwecke zu nutzen. Man muss etwas tun gegen den Hass im Netz, auf unseren Straßen, in unseren Parlamenten, damit alle Menschen in, wie es Michael Friedmann formuliert hat, in einem Land leben können, in dem die Menschlichkeit und nicht der Hass zählt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Holger Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Deutschland und Hessen standen und stehen unverrückbar an der Seite Israels. Dies haben wir auch an dieser Stelle immer wieder betont, vorgestern und gestern auch in Anwesenheit der israelischen Generalkonsulin. Dies war und ist notwendig, zum einen, um der Terrorbande Hamas und anderen zu zeigen, dass Israel sich auf die freie Welt und ihre Bündnispartner verlassen kann, zum anderen aber auch, und darauf hat die Landtagspräsidentin gestern zu Recht hingewiesen, damit es nicht zu einem schleichenden Prozess des Sich-Gewöhnens um sich greifen kann. Diese Gefahr wurde gestern unterstrichen, und die Landtagspräsidentin wies darauf hin, dass am 7. Oktober, am Jahrestag dieses Überfalls, auf der Kundgebung hier auf dem Schlossplatz durchaus mehr Menschen hätten sein können, ja sogar sein müssen. Der barbarische Angriff, von dem hier die Rede ist, war und ist ein klarer Verstoß gegen die Menschlichkeit. Er wurde widerwärtig damit begründet, dass man jüdisches Leben und den Staat Israel auslöschen möchte. Das größte Massaker seit dem Holocaust zeigt die hässliche Fratze der Israel-Hasser, aber auch deren erbarmungslosen Konsequenz. Wer dies zu verantworten hat, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer dies unterstützt, steht abseits unserer Wertgemeinschaft, Einzelpersonen genauso wie Terrorbanden oder Staaten. Wer dieses Massaker und die dahinterstehende Philosophie in Deutschland beklatscht, hat in unserem Land nichts mehr zu suchen. Die Jubelszenen auf deutschen Straßen und Plätzen sind unsäglich und nicht zu tolerieren. Solche in Anführungszeichen Demonstrationen haben nichts, aber auch gar nichts mit der Demokratie zu tun. Sie sind eine Schande
für Deutschland. Ich danke den Sicherheitsbehörden und den Ordnungsämtern für entsprechende Aufklärung im Vorfeld und für die entsprechenden Verbotsbeschlüsse, die dann leider nicht immer vor Gericht Bestand halten. Sehr geehrte Damen und Herren, das Thema ist zu ernst. Der Angriff auf wehrlose Menschen, der Überfall auf Israel sind zu ergreifend, um sich in Polemik und Populismus zu ergehen. Dennoch muss es erlaubt sein, zu fragen, wie scheinheilig die Aktuelle Stunde und die Rede der AfD sind. Ich nenne nur ein paar Hinweise, ein paar Beispiele. Ihre immerwährenden Hinweise auf die sogenannte Hochfinanz, die Holocaust-Leugner in ihren Reihen, der Fliegenschissredner im Deutschen Bundestag, die Kritik an der Holocaust-Gedenkstätte und die Diskussion um die Remigration. Und ganz aktuell Ihr Kollege Marxen, der gestern eine würdevolle Gedenkveranstaltung nutzte, um den Hauptredner zu diskreditieren. Das ist stillos, das ist würdelos, das gehört sich nicht im Hessischen Landtag. Und unverschämt ist es, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie von der AfD diesen barbarischen Überfall nutzen, um der hessischen Landesregierung zu unterstellen, sie würde beim islamistischen Judenhass wegschauen. Das weist die CDU-Landtagsfraktion entschieden zurück. Für die aktuelle christlich-soziale Koalition genauso wie für die früheren Koalitionen mit den Grünen und mit der FDP. Immer stand der Kampf gegen Extremismus und Judenhass auf der Tagesordnung. In der Aufklärung, auf die Schulen wurde bereits hingewiesen, in der Aufklärung, in der Prävention und auch in der Sanktion. Polizei und Verfassungsschutz wurden personell und materiell gestärkt, die Gesetze geschärft. Schon zur Zeit des Innenministers Holger Bouffier wurde der Islamismus, der Salafismus als eine der größten Herausforderungen und Gefahren für die Demokratie bezeichnet. Dafür wurde er auch kritisiert von manchen, die die Zeichen der Zeit damals noch nicht erkannt hatten. Die Stelle des Landesbeauftragten wurde geschaffen und wurde kürzlich noch aufgewertet. NEDIS, das Netzwerk zur Deradikalisierung im Strafvollzug, wurde geschaffen, bundesweit einzigartig. Das sind nur ein paar Beispiele, meine sehr geehrten Damen und Herren, die zeigen, dass der Titel Ihrer Aktuellen Stunde eine Unverschämtheit ist. Ihre Debatte hierzu ist nicht nur faktenbefreit, sondern in der Tiefe der Unterstellungen, schauen Sie sich den Titel Ihrer Aktuellen Stunde an, in der Tiefe der Unterstellungen widerwärtig und ehrabschneidend. Dass man bei so einem wichtigen Thema wegschauen würde, ist ehrabschneidend. Und deshalb, Herr Bellino, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Zusammenfassend zitiere ich am Ende meiner Rede den Ministerpräsidenten Boris Rhein, der sehr deutlich sagte, Judenhass und Ausländerfeindlichkeit haben in unserer Gesellschaft keinen Platz, weder auf dem Sportplatz noch im Kino oder in unseren Hochschulen. Und ich füge hinzu, sparen Sie sich Ihre Lippenbekenntnisse, verschonen Sie uns mit Ihrer Scheinheiligkeit. Als Nächstes hat sich Herr Dr. Büger von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Antisemitismus ist eine Gefahr für jüdisches Leben in unserem Land, aber auch und insbesondere für unsere Gesellschaft als Ganzes. Dass Menschen in diesem Land wieder Angst haben müssen, mit einer Kippa durch die Straße zu laufen oder ihre Kinder in jüdische Bildungseinrichtungen zu schicken oder sich mit Israel solidarisch zu zeigen, das ist schlicht und ergreifend zum Schämen. Und meine Damen und Herren, dazu hat gestern Michel Friedmann in einer denkwürdigen Feierstunde hier sehr eindrückliche Worte gefunden. Und wissen Sie, Ihre würdelose Aktion,
Ihre würdelose Aktion, die fällt am Ende auf Sie von der AfD zurück. Wir jedenfalls kämpfen gegen jede Form von Antisemitismus, und zwar egal von wem und von welcher Seite sie kommt. Und deshalb darf es auch keine Ablehnung und bei dieser Ablehnung von Antisemitismus keine Einschränkung geben. Und jedes Adjektiv, das Sie verwenden, das ist am Ende eine Einschränkung. Deshalb verbieten sich Adjektive. Und wenn Sie hier von islamischem Antisemitismus in Ihrer Aktuellen Stunde in der Überschrift schreiben, dann heißt es doch etwas. Sie klammern ganz bewusst mit diesem Titel jede andere Form von Antisemitismus aus. Das ist das Problem. Herr Lambrou, offenkundig habe ich Sie getroffen. Aber wissen Sie, es gibt keinen guten Antisemitismus. Der Antisemitismus hat viele Wurzeln, und im Übrigen eine wesentliche Wurzel ist auch die Rechtsaußen. Und selbstverständlich gibt es den israelbezogenen Antisemitismus, und er ist leider auch nach dem 7. Oktober hat er sich noch verstärkt. Und ja, es gibt im Übrigen, auch das hat Michel Friedmann gestern in seiner Rede sehr eindrücklich gesagt, es gibt Demonstrationen, auch in Hessen, mehr außerhalb davon, die von linken Gruppen unterstützt wird, die unter Label Front pro Palästina unverhohlen das Lebensrecht des Staates Israels in Frage stellen, unter der üblen Parole From the River to the Sea. Leider sogar mit Unterstützung der Fridays for Future-Ikone Greta Thunberg. Und damit sieht man eines, es gibt auch den linken Antisemitismus. Und auch hier fehlt mir ausreichender Widerspruch aus der entsprechenden Szene. Und das ist auch ein Problem an manchen Hochschulen, und deswegen werden wir dazu heute noch einen weiteren Antrag mit ganz breiter Basis einbringen. Aber es gibt eben auch den Antisemitismus aus der rechten Ecke, den Antisemitismus, der aus der Relativierung des NS-Staates geht. Und hier sehe ich leider auch klare Grenzüberschreitungen bei der AfD. Auch hier hatte schon Kollege Bellino richtig darauf hingewiesen, Fliegenschiss, Mahnmal der Schande, da haben wir leider eine ganz klare Relativierung. Und jetzt haben Sie gesagt in Ihrer Rede, wir dulden keinen Antisemitismus. Na doch, die AfD duldet Antisemitismus, wenn sie genau solche Begriffe duldet. Und indem Sie ganz bewusst nur den islamischen Antisemitismus nennen, negieren Sie, Herr Lambrou, ganz bewusst Ihre Verantwortung für den rechten Antisemitismus. Ganz bewusst. Und deshalb ist auch Ihre Aktuelle Stunde keinerlei Beitrag zur Bekämpfung des Antisemitismus, sondern er ist, und ich kann es nicht anders sagen, eine populistische Vereinnahmung, um Stimmung gegen Muslime in unserem Land zu machen. Aber wissen Sie, im Gegensatz zu Ihnen kennen wir keinen guten und keinen schlechten Antisemitismus. Keinen, der von den Richtigen oder von den Falschen kommt. Und wir sind, und das unterscheidet uns in diesem Bereich von Ihnen, wir sind auf keinem Auge blind. Und deshalb darf ich zusammenfassen. Die von der AfD betriebene Instrumentalisierung des Antisemitismus und das ein Jahr nach dem 7. Oktober, die ist im höchsten Maße bedauerlich. Und schließen möchte ich mit einem Satz von Goethe zu Ihrer Aktuellen Stunde. Man merkt die Absicht und man ist verstimmt. Danke sehr. Nächste Rednerin ist Frau Klees von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, wenn eine Partei nicht die Stimme von Jüdinnen und Juden ist, dann ist es die AfD. Keine andere Partei,
Keine andere Partei hat in ihren eigenen Reihen so viele Antisemiten wie die AfD. Keine andere Partei läuft bedenkenlos neben Corona-Leugnern, Reichsbürgern, Identitären, Verschwörungstheoretikern, die ununterbrochen im Netz und auf der Straße eine vermeintliche jüdische Weltverschwörung propagiert und oft sogar zu offener Gewalt aufruft. Keine andere Partei relativiert das furchtbare Menschheitsverbrechen der Shoah wie die AfD. Gauland nannte die NS-Zeit einmal ein Vorgeschiss in der deutschen Geschichte. Höcke, das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas, ein Denkmal der Schande und die Erinnerungskultur, dämliche Bewältigungspolitik. Antisemitismus ist im Denken und Handeln vieler AfD-Mitglieder fest verankert. Mal offensichtlich, mal kodiert, so wie es ihnen gerade passt. Und was die AfD von uns allen demokratischen Fraktionen unterscheidet, wir hetzen Menschengruppen und Religionen nicht gegeneinander auf. Antisemitische Anfeindungen kommen aus allen gesellschaftlichen Milieus, aus dem Rechtsextremismus, aus linken und auch aus migrantisierten Milieus. Das leugnet hier keiner außer der AfD. Und eine Aktuelle Stunde zum Antisemitismus und zum schrecklichen Terrorangriff der Hamas vom 7.10.23 zu nutzen, um Hass gegen Muslime zu schüren, das ist einfach nur schäbig und schlicht menschenverachtend. Rechtsextreme und islamistische Einstellungen, Antisemitismus und Rassismus haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Die Zahlen antisemitischer Straftaten sind nach dem 7. Oktober stark angestiegen. Das nehmen wir auch alle Besorgnis zur Erkenntnis. Jede antisemitische Straftat ist eine Straftat zu viel. Doch auch wenn Sie das von der AfD schlicht nicht hören wollen oder auch nicht in Ihr Weltbild passt, aber die meisten antisemitischen Straftaten kommen weiterhin aus dem rechtsextremen Spektrum. Und ich würde jetzt mal aus der rechten Ecke ganz ruhig sein. Denn wie war das mit dem Mord an Walter Lübcke? Der Mörder hat 2018 für Ihre Partei Plakate aufgeklebt und Geld an Sie gespendet. Wo waren Sie bei den rechtsextremen und antisemitischen Terroranschlägen von Halle und Hanau? Komisch, da erinnere ich mich an nichts. Denn was alle diese Täter miteinander verbunden hat, war der Hass auf Juden, auf Muslime und auf Frauen. Und das waren Deutsche, das waren Rechtsextreme und das waren Anhänger ihrer Ideologie. Die jüdische Gemeinschaft ist also nicht nur durch die Folgen des Nahostkonflikts bedroht, sondern auch weiterhin durch die AfD und Rechtsextreme. Aber Antisemitismus bemerkt die AfD in den eigenen Reihen nur ganz selten, denn sonst würde ja ihre Strategie nicht funktionieren, nämlich das Hetzen gegen die vermeintliche Bedrohung der christlich-abendländischen Kultur. Denn ihnen geht es dabei nicht um die Bedürfnisse und den Schutz von Jüdinnen und Juden im Land, sondern nur darum, gegen Muslime zu hetzen. Sie sorgen sich nicht um Jüdinnen und Juden. Sie benutzen sie, um ihren antimuslimischen Ressentiments Ausdruck zu verleihen. Ich zitiere auch hier gerne den Zentralrat der Juden in Deutschland. Die AfD ist eine Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland. Die AfD agiert unumwunden gegen Muslime und andere Minderheiten in Deutschland. Dabei versucht die AfD, die Musliminnen als Feinde der westlichen Welt oder der Juden darzustellen. Muslime sind nicht die Feinde der Juden. Die Feinde aller Demokraten in diesem Land sind Extremisten, egal ob aus rechtsextremer, islamistischer oder linksextremer Gesinnung heraus. Und deswegen hören Sie auf, uns Demokratinnen allen vorzuwerfen, dass wir beim Thema Antisemitismus wegschauen oder nicht handeln würden. Der Terrorangriff der Hamas hat eine tiefe Wunde hinterlassen. Der 7. Oktober markiert eine Zensur für Jüdinnen auf der ganzen Welt. Wir müssen jede Form von Antisemitismus entschlossen bekämpfen. Antisemitismus ist in Deutschland seit Jahrhunderten tief verwurzelt und immer noch da. Es ist kein Problem der anderen. Es ist unser gemeinsames Problem. Und schon gar nicht sollten wir im Land der Täter ernsthaft so tun, als hätten wir in Deutschland ausschließlich ein Problem mit Antisemitismus von Zugewanderten. Der Antisemitismus
Der Antisemitismus war in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer da, bei praktisch allen Terrortaten in Deutschland. Immer wieder spielte ein ausgeprägter Antisemitismus, ein Hass auf Jüdinnen und Juden eine entscheidende Rolle. Frau Klees, deswegen, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, ich komme zum Schluss. Deswegen ist die Bekämpfung des Antisemitismus Kernaufgabe der Politik. Wer antisemitische Stereotypen verwendet und von Globalisten und vom großen Austausch fraselt, der stellt sich ins rechte Abseits und sollte bei der Debatte einfach still sein. Sie von der AfD sind keine Stimme gegen Antisemitismus. Der Anschlag auf die Synagoge und die Morde Frau Klees, von Halle. Ihre Redezeit ist ja, zu Ende. Sie müssen wirklich zum Schluss kommen. Ja, das war gestern vor 5 Jahren. Erinnern wir uns an den 9. Oktober 2019 und daran, dass Deutschland 2024 noch rechtsextremer geworden ist. Vielen Dank. Bevor ich die Landesregierung zu Wort bitte, möchte ich Ihnen zur Kenntnis geben und Sie darüber informieren, dass wir für die nächste Ältestenratssitzung einen Protokollanzug anfordern, um noch mal genau in die Debatte zu schauen. Jetzt aber spricht zu uns die Landesregierung, Staatsminister Poseck. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Judenhass ist eine Schande, erst recht auf unseren Straßen. Judenhass ist Gift für unsere Werteordnung. Und es ist erschreckend, wie sichtbar Judenhass bei uns seit dem 7. Oktober des vergangenen Jahres geworden ist. Die Aktuelle Stunde der AfD ist reichlich absurd. Sie ist deshalb absurd, weil sie der Landesregierung vorwerfen, beim Judenhass wegzuschauen. Das Gegenteil ist der Fall. Für die Landesregierung hat die Bekämpfung des Judenhasses, des Antisemitismus überragende Bedeutung. Und ich will es auch deutlich machen, auch die Bekämpfung des islamistisch oder islamisch motivierten Antisemitismus. Da machen wir im Unterschied zu Ihnen keinerlei Unterschiede, welche Motivation dem Antisemitismus zugrunde liegt. Jeder Antisemitismus ist schlimm, egal ob er islamisch, ob er rechtsextrem, linksextrem oder anderweitig motiviert ist. Und das will ich auch sehr deutlich in Richtung AfD sagen. Sie sind kein glaubwürdiger Vertreter für die Bekämpfung des Antisemitismus. Wir stehen als Landesregierung für einen klaren Kurs. Wir vertreten klare Positionen. Wir haben eine eindeutige Haltung gegen den Antisemitismus in unserem Land. Das gilt für unseren Ministerpräsidenten Boris Rhein, der das immer wieder deutlich macht. Das gilt aber auch für jedes Mitglied dieses Kabinetts. Und ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass das auch für die breite Mehrheit in diesem Hause gilt. Das haben auch die Rednerinnen und Redner gerade sehr deutlich gemacht, wofür ich ausgesprochen dankbar bin. Und wir handeln auch. Wir haben einen Antisemitismusbeauftragten, der eine starke Stimme hat. Wir setzen auf Prävention, Prävention von allen Formen des Antisemitismus. Ein Projekt wurde bereits genannt. Auch das ist ein wichtiger Schwerpunkt der Bildungspolitik. Und wir setzen auch auf das Durchgreifen unseres Staates an dieser Stelle. Und ich will mich ganz herzlich bei den Polizistinnen und Polizisten bedanken, die am 7. Oktober auf den Straßen im Einsatz waren und dafür Sorge getragen haben, dass es nicht noch zu weiteren Übergriffen gekommen ist und die Übergriffe und Straftaten sehr sorgfältig aufgenommen haben. Und ich kann Ihnen versichern, dass diese auch konsequent verfolgt werden. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass das Existenzrecht Israels unter strafrechtlichen Schutz gestellt wird. Das habe ich bereits unmittelbar nach dem 7. Oktober gefordert. Bin da völlig einig mit unserem Justizminister Christian Heinz und auch mit dem Antisemitismusbeauftragten Uwe Becker. Wir brauchen hier eine Ergänzung des Strafrechts, denn die letzten Monate haben gezeigt, dass der strafrechtliche Rahmen nicht ausreicht, weil die Leugnung des Existenzrechts Israels eben nicht gegenwärtig unter strafrechtlichen Schutz gestellt ist.
Aber gleichzeitig ist eben diese Leugnung, auch das Aufrufen zur Vernichtung Israels oder die Parole from the river to the sea, immer wieder durch Antisemitismus geprägt. Und deshalb dürfen wir das nicht zulassen. Deshalb brauchen wir eine Veränderung des Strafrechts. Und deshalb will ich auch an dieser Stelle noch einmal an die Bundesregierung appellieren, hier tätig zu werden. Wenn wir hier eine Strafvorschrift haben, dann wird es auch den Versammlungsbehörden deutlich leichter gemacht, Versammlungen mit solchen widerwärtigen Parolen zu verbieten. Sehr geehrte Damen und Herren von der AfD, Sie handeln hier wieder einmal als Wolf im Schafspelz. Sie nutzen dieses Thema, um gegen Teile unserer Bevölkerung Hass und Hetze zu verbreiten. Sie stellen Zugewanderte unter einen allgemeinen Verdacht. Und das ist nicht berechtigt. Sie können Antisemitismus nicht erfolgreich mit Hass und Hetze bekämpfen. Und Sie ignorieren völlig, dass auch der Rechtsextremismus eine Wurzel des Antisemitismus in unserem Land ist, und zwar durchaus auch eine gewichtige Wurzel. Sie dulden Rechtsextremismus in Ihrer Partei und auch in Ihren eigenen Reihen hier. Sie vertreten antisemitische Codes. Es war Ihr gerade nicht anwesender Sitznachbar Andreas Lichert, der hier an diesem Rednerpult von der Hochfinanz gesprochen hat, ein klassischer antisemitischer Code. Sie vertreten Theorien vom Great Reset, die auch für Antisemitismus stehen. Und wir haben es auch schon gehört, dass Ihre Partei für eine Relativierung der Geschichte eintritt. Der Vogelschiss der Geschichte, das Mahnmal der Schande und andere Nazisprüche von Herrn Höcke, der SA-Sprüche immer wieder aufgreift, stehen dafür beispielhaft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erinnere Sie an die Redezeit. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich komme zum Schluss. Ich möchte auch heute, genauso wie es Frau Abgeordnete Klees gemacht hat, an den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor 5 Jahren erinnern, am Feiertag Yom Kippur. Es war ein Rechtsextremist, von dem dieser schreckliche, antisemitisch motivierte Anschlag ausging. Und ich will unseren Bundespräsidenten zitieren, der bei der Gedenkfeier gestern Folgendes gesagt hat. Es ist Zeit zu widersprechen, wo jemand gegen Minderheiten vorgeht. Es ist Zeit für Vernunft, wo jemand Wut und Hass schürt. Es ist Zeit für Solidarität, wo jemand angegriffen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der AfD, diese Sätze haben sehr viel mit Ihnen zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, der parlamentarische Geschäftsführer, Herr Dr. Grobe von der AfD, hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Mir wurde gerade zugetragen, dass der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Herr Stürbock, unseren Kollegen, Herrn Schulz, als Scheinjude bezeichnet hat. Das ist reiner Antisemitismus. Und ich hoffe, dass er da so viel Rückgrat besitzt und das auch akzeptiert und dass er es zugibt, dass er das gesagt hat. Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe gesagt, dass die jüdische Gemeinde Wiesbaden Herrn Dimitri Schulz als Scheinjuden bezeichnet, und das ist so. Meine Damen und Herren, da wir das hier im Präsidium nicht gehört haben, möchte ich Sie bitten, das vielleicht auch außerhalb des Plenarsaals zwischen Ihnen bilateral noch mal zu klären. Wir sind damit erstmal am Ende der aktuellen Stunde. Haben Sie Entschuldigung, wir hatten eine Überziehung der Redezeit des Herrn Ministers, deswegen hat sich Herr Lamprou für eine zweite Runde gemeldet. Ihnen stehen 2 Minuten zur Verfügung, Sie haben das Wort. Ein Moment, Herr
Lambrou, ich möchte Sie noch mal alle bitten, dem Redner jetzt zuzuhören, damit wir die aktuellen Stunden heute am Vormittag noch abarbeiten können. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! Diese Aktuelle Stunde beschäftigt sich mit dem Thema, dass aus unserer Sicht die Hessische Landesregierung bei islamischem Judenhass wegschaut. Wir thematisieren hier oft genug den Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft. Natürlich ist das ein 360-Grad-Problem. Das wissen Sie, und Sie wissen auch, dass wir das oft genug erwähnen. Und deswegen ist diese Unterstellung nicht anständig. Wir haben in unseren Reihen mit Dimitri Schulz den einzigen Juden, der im Moment im Landtag Landtagsabgeordneter ist. Ihm zu unterstellen, er wäre nur ein Scheinjude, ist schäbig. Unterhalten Sie sich mal bitte mit Dimitri Schulz über seinen Glauben, seine jüdischen Vorfahren mütterlicherseits. Das ist niveaulos, Herr Kollege, und ich weise das zurück. Schauen Sie, die AfD hat bei dem ehrlichen Anspruch, mitzuhelfen, Antisemitismus zu bekämpfen, das machen Sie auch alle, das stelle ich nicht in Abrede, hat eine ganz wichtige Aufgabe, weil Sie es nicht in ausreichendem Maße schaffen, darüber zu reden, dass der muslimische Antisemitismus in Deutschland dramatisch gestiegen ist in den letzten Jahren. Und natürlich gibt es viele Moslems, die nicht antisemitisch sind und die sich auch dagegen stellen. Aber solange Sie eine Masseneinwanderung, die vorwiegend geprägt ist von Einwanderern aus muslimischen Kulturkreisen, die laut allen Umfragen in großen Teilen antisemitisches Gedankengut nach Deutschland mitbringen und den jüdischen Mitbürgern in Deutschland zunehmend im Alltag das Leben schwer machen, solange Sie nicht die Kraft finden, das klar anzusprechen und das zu stoppen, werden wir Sie daran erinnern, in jedem verdammten Plenarzyklus. Die nächste Wortmeldung kommt von Vizepräsident René Rock. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Als ich die Aktuelle Stunde, die hier eingebracht worden ist, gesehen habe, hatte ich schon kein gutes Gefühl über den Verlauf der Debatte, weil es eine klare Provokation ist und nicht der Sache dienen sollte, was ich schade finde. Weil ich dachte, nach dem, was wir gestern erlebt haben, dass alle verstanden haben, worauf es jetzt in unserem Land ankommt, dass wir die Spaltung in unserem Land nicht vertiefen dürfen, dass die jüdische Gemeinde immer als Erste attackiert werden, wenn die Menschlichkeit zur Debatte steht, dass es historisch jedem bekannt ist, dass es immer erst die Juden sind, die Zielscheibe werden von Unmenschlichkeit, Ausgrenzung und Aggressivität in einer Gesellschaft. Aber wie Herr Friedmann gesagt hat, am Anfang sind es die Juden, aber der Hass und die Wut und die Unmenschlichkeit sucht immer weiter nach Opfern. Und wenn sie keine Juden mehr findet, dann findet sie vielleicht uns. Und in unserer Geschichte und für uns Demokratien, für uns als Wertegemeinschaft, muss doch deutlich geworden sein, wo wir jetzt stehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, Sie haben mit Herrn Maxen jemand in Ihrer Fraktion sitzen, der gestern hier am Gedenken des Holocausts an einen Helden, einen Menschen, der Menschlichkeit bewiesen hat, der uns alle berührt hat, hoffe ich zumindest, bis auf einen, dass es nicht verkneifen konnte, in einer solchen Situation die Würde dieses Hauses mit einer klar antisemitischen Handlung, einer Provokation zu diskreditieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das urteilt über Sie selbst, das urteilt über Sie, Herr Maxen, ganz klar. Und wer jemand wie Sie in seiner Fraktion duldet,
hat eigentlich alles zu diesem Thema gesagt. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Somit ist diese Aktuelle Stunde abgehalten.